Hallöchen und willkommen zurück. Hier wieder bei Dead Space 3. Wir sind hier oder wurden hier ein wenig im Käfig eingesperrt hier in der letzten Folge, nachdem wir durch diese komische, ekelhafte, widerliche, abstößige Bla gelaufen sind und komische Viecher kennengelernt haben, die anscheinend nur mit einem Kopfschuss zu töten sind. Wurden wir netterweise wieder raufgezogen, aber dann von unserem tollen Freund, der sich auch noch an unsere Uschi vergreift, hier sitzen gelassen. Ich denke mal, das Rauskommen hier dürfte nicht allzu schwierig sein. Jawohl, dachte ich mir doch. Und jetzt werden wir den Typen mal verfolgen und endlich hoffentlich mal platt machen. So, der hat mich nämlich da sitzen gelassen, weil er die Hoffnung aufgegeben hatte. Bla bla bla, Welt nicht mehr zu retten, hin und her. Typischer Fighting-Typ. Aber ich glaube, ich habe es ja sogar vorher sogar noch gesagt, dass solche Typen meistens als Verräter oder sowas enden. Naja. Mehr brauche ich ja wohl dann nicht mehr dazu zu sagen. Oh, ich muss wieder da rein. Dann wieder da hoch. Aber wo lang denn? Einmal den kompletten Weg wieder zurück. Sind die also komplett abgehauen? Diese Feiglinge. Wander, 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 wander. Hopp, lauf, lauf. Nicht bummeln. Boing, boing, boing. Ah, ja, der Ofenraum. Ach. Weil ich das nach all den Folgen noch nicht gecheckt habe, dass der Typ nicht springen kann. Ich versuche immer wieder unterwegs zu springen. Ja, ich bin so ein Umlaufe-Spring-Typ. So, das nehmen wir mit. Hey, kommst du her, Kiste? Ja, sind noch richtig hier. So. Allzu weit können die ja noch nicht gekommen sein. So, zumindest meine Hoffnung. Das war so klar. Du Bastard. Sie glauben gar nicht, welchen Ärger Sie mir erspart haben. Saubere Arbeit. Was? Da ist er, also. Der Markerkiller Isaac Clark. Und hier sind wir, auf der Heimatwelt der Marker. Ich muss gestehen, dass ich kaum glaubte, dass dieser Ort existiert. Aber dank unseres Freundes Norton habe ich ihn doch nachgefunden. So sind die uns also durch den Shockspace gefolgt. Ah, ein ganz cleveres Kerlchen. Nein, nein, er will nur Isaac, aber die anderen können gehen. Sie fehlgeleiteter Bastard! Hey! Sie haben mich. Lassen Sie die anderen gehen. Es ist schwierig, die Schäden, die die Menschheit angerichtet hat, rückgängig zu machen. Alles, was wir berühren, kontaminieren. Ui. Ist aber unscharf gerade, oder? Großartiges Geschenk war und pervertierten es. Himmel, erspart uns diesen Scheiß! Ich verbrachte mein Leben damit, die durch die Menschheit angerichteten Schäden rückgängig zu machen. Ich bekämpfte Earthgarfs fortlaufende Forschung. Befreite die Marker aus diesen gottlosen Testanlagen. Und jetzt habe ich nur noch ein Problem zu beseitigen. Sie alle. Nein, 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 sie versprach mir ein Schiff, Danny. Wir hatten ein Deal. Ja, tut mir leid. Kleiner, pissiger Verräter. Ich kann nur einen von ihnen gehen lassen. Ich entschuldige mich für die Irreführung, Captain. Muss ich hier irgendwo drücken? Nee, sieht nicht danach aus. Yeah. Kalatsch. Komm, Waffe nehmen. Oh, oder gleich die Granate. Hat sie das hergebracht? Hier. Wo ist er? Ja, genau, jetzt. Ich wusste es, dass der Scheiß wie wieder lebt. Ja gut, es war groß genug, dass ich da drin rumlaufen kann. Das habe ich schon erwartet. Ja, genau. Wie ein Staubsauger. Räumen den Dreck weg. Wow. Okay, irgendwas gefunden, wo ich drauf schießen kann? Ja, da ist irgendwo was. Irgendwas, wo ich mich hinter verstecken kann? Nein, natürlich nicht. Ja.
ich noch meine andere Granatwaffe dabei? Ja, natürlich nicht. Nur dieses scheiß Impulsding. Damit wollen wir den ja nicht noch mehr aufheitern. Okay, das heißt, also ich muss überleben, bis immer wieder das Herz zum Vorschein kommt. Oder seht ihr noch andere Angriffspunkte? Ich glaube nämlich nicht. Ey, au! Nein! Nicht einsaugen, nicht einsaugen, nicht einsaugen! Ah, verstehe. Oder auch doch nicht? Sollte das jetzt passieren? Au! Ja, ich glaube, das soll passieren. Ich habe zumindest mal kein Life dadurch verloren, aber ich hätte früher wieder anfangen sollen zu schießen. Au, wie soll man hier auf Rücken den Kopf zielen? Au! Na gut, wenigstens hat er seine eigene Viecher gekillt. Ah, mistige Nachladen. Könntest du mal aufhören, dich so viel zu bewegen? Vielleicht sollte ich auch aufhören, mich zu bewegen. Nein! Hey, da sind Schwachstellen an seinem Mund! Ich sehe sie! Ich muss ihn auch erstmal erwischen können. Klatsch, klatsch. Wenigstens lassen wir immer wieder mal Munition fallen. Aber weg. Komm, zeig's nochmal, zeig's nochmal. Mistiges Drecksding. Schießen Sie auf die gelben Stellen, Herr! Ich glaube, wir machen's nur wütend. Nein, es funktioniert! Au. Ja, lad nochmal nach, genau. Scheiße, zu lange braucht. Komm schon, stirb! Auf die gelben Stellen. Ja, ich weiß. Ja. Wow. Jetzt wäre ich fast auch noch reingelaufen, du Idiot. Genau, Kopf noch mal ein bisschen durch die Gegend. Sehr schön. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Stirb. Ich glaube, das war schon mal gar nicht so schlecht. Du musst sterben und du musst sterben und du und du und du. Oh. Ui. Komm, öffne mir dein Herz. Sehr schön. Und stirb endlich, so Drecksding. Kann das sein, dass das Herz von Mal schneller schlägt bei dem? Uah! Ah, schon wieder voll reingelaufen, Idiot. Jetzt aber nicht hier. Munition. Na, komm, nochmal so ein paar Dinge aus. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und zack. Nachladen. Bam. Ah, das ging schnell. Ah, jetzt sind die Stellen auf jeden Fall schon mal rot. Dementsprechend sieht es, glaube ich, nicht mehr möglich. Warte jetzt zumindest mal nicht danach aus. Ist das jetzt verloren, oder? Sieht nicht so aus. Wieso? Ich glaube, ich bin in seinem Verdauungstrakt. Befrei dich! Komm schon, Isaac! Tu es! Ja. Das
ist widerlich. Also, an alle die, die wissen, die noch nicht wissen, wie eine Verdauung funktioniert, hier habt ihr es live. Lecker Magensäure. Ah, lass mich raten, worauf ich schießen muss. Au, okay. Die Dinger gilt es also zu killen. Uiuiui. Na komm. Er öffnet sich als nächstes. Ach, man sollte auch die richtige Taste drücken, um sich zu bewegen, ne? Aber geht's hier irgendwo noch lang? Nö, oder? Ah, du hast dich geöffnet. Komm her. Aha, scheiße, zu spät. Du. Jetzt du noch, als letztes. Wie soll man denn... Au! Ich sollte vielleicht an meine Gesundheit im Auge behalten. Ah, nein. Aber meine Luft auf jeden Fall. Nach. Dreckiges Mistding da. Könntest du mal aufhören, so rumzuzappeln? Dankeschön. Heidenei. Okay, jetzt bleibt er eigentlich nur noch da oben, das ist richtig. Oder irre ich mich da? Nein, ich irre mich anscheinend nicht. Juhu. Und ich werde wieder ausgespuckt. Geil, Erfolg freigeschaltet. Tapferkeit im Gedärm. Super. Ja, es freut mich aber, dass ich so tapfer war in seinem Gedärm. Okay. Das sieht nach einer tollen Achterbahn aus. Das klang echt schmerzhaft. Du Wichser. Sie haben sie ermutigt. Und was hat's gebracht? Wir stehen zwischen Dennick, der uns abknallen will, und was immer das sein mag. Sie haben uns verraten. Nein, ich wollte uns retten. Sie sind das eigentliche Problem hier, Clark. Aber nicht mehr lang. Captain. Zurück, Sergeant. Das ist alles deine Schuld. Sie liebt dich nicht. Wichser. Endlich. Scheiße, Penner. Oh, Scheiße! Kommen Sie! Er wird nicht lange tot bleiben, nicht hier! Soll ich das Ellie erklären? Hey! Sagen Sie ihr die Wahrheit. Und jetzt weg hier. Genau. Sag ihm, dass er ein verräterischer, kleiner, pissiger, Angsthasenschisser-Arschloch Dreckskack-Judas war. Ja, ich sagte Judas. Kleiner Hoden. Uiuiui. So, ich denke mal, das war Aufregung genug für eine Folge. Machen hier erstmal wieder Pause. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ihr wisst ja, das gleiche Spiel wie immer. Wenn es euch gefallen hat, hebt den Daumen nach oben. Und auch draufklicken, bitte. lasst einen Kommentar da für was auch immer. Vorschläge, Anmerkungen. Oder einfach, wenn ihr irgendwas anderes loswerden wollt, guckt auch gerne auf meiner Homepage vorbei. Steht alles unten in der Videobeschreibung oder gucken wir auf meiner Facebook-Seite vorbei. Und ja, wisst ja, wenn ihr glaubt, dass es auch noch jemand anderem gefallen könnte, könnt ihr die ganze Geschichte auch noch gerne teilen oder sogar auf eurer eigenen Homepage einbetten, wenn ihr das möchtet. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss!